Ja, mein Name ist Daniel Arends. Ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit Gebäudeautomation und Prozessautomation. Wo wir hier nicht drüber reden, ist, sage ich mal, so Heimautomatisierung via Funk, irgendwelche Konrad-Steckdosen. Also wir reden über die, ich sag mal, großen Anlagen und ja, werden da einfach mal einen kleinen Einblick geben, was so in der IT-Sicherheit in diesem Fall Unsicherheit, so alles draußen zu finden ist. Gebäudeautomation benötigen wir für verschiedene Anlagen, die wir verbinden wollen. Also wir haben zum Beispiel das Thema, eine Heizungsanlage soll zentral überwacht werden, Klima, Lüftung, diese ganzen Anlagen sollen letztendlich gemeinsam auf einem System abgebildet werden und, sage ich mal, ein Überblick über alle technischen Anlagen eines Gebäudes sollen ja, auf einer zentralen Plattform verfügbar sein. Hier ein Auszug über verschiedene Anlagen, die letztendlich an die zentrale Gebäudeautomation angebunden sind. Vom Systemaufbau haben wir halt einmal ganz oben die Management-Ebene oder auch unter SCADA bekannt. Dort werden halt die normal, also auf dieser Plattform, auf dieser Ebene werden alle Daten gesammelt. Stellgrößen werden dort verteilt an die untergeordneten Controller. Und ja, dort ist der komplette Prozess, das komplette Gebäude drin überwacht. Dann haben wir die Automatisierungsebene. Auf dieser Ebene werden einzelne Anlagen geregelt. Dort haben wir Controller, die in Lüftungsanlagen verbaut sind oder in Heizungen und wie auch immer, die kleine einzelne Regelaufgaben erledigen. Und dann haben wir die Feldebene. Auf dieser Ebene befinden sich halt ja, Raumautomationssysteme, Sensorik, die dort ausgelesen wird von den Controllern, Stellventile, die letztendlich für eine Heizung, sage ich mal, gesteuert werden sollen und halt ja, verschiedene andere Komponenten. Die Management-Ebene oder auch GLT, Gebäudeleittechnik, hat die Aufgabe, die zentrale Steuerung zu übernehmen von allen Systemen. Und die Überwachung, das heißt das komplette Reporting, klar, Protokollierung, Alarmbehandlung, wenn ein Fehler in einer Anlage auftritt, wird der, sage ich mal, Servicetechniker alarmiert via Handy, Langzeitspeicherung von Trenddaten für Heizungsoptimierung, für Energieoptimierung, Energiedatenmanagement, dort werden Zählwerte von verschiedenen Verbrauchern erfasst. Und die Aufgabe ist auch die Kommunikation zwischen den zu den untergeordneten Controllern. Das heißt, die GLT mischt sich nicht indirekt, also hat keine direkten Regelaufgaben. Das heißt, es werden dort nur Stellgrößen an die untergeordneten Controller übergeben und halt Ist-Werte dargestellt. Und noch ein Thema, lesender Zugriff auf Einbruchmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen oder auch Hotelbuchungssysteme. Warum lesender Zugriff? Ja, diese Systeme sind vom Thema her so abgeschottet und in sich nach gewissen Regularien aufgebaut, dass dort keine Einwirkung letztendlich über eine Schnittstelle von außen möglich sein darf. Dort wird halt einfach der Status abgefragt, ja, ist ein Brandalarm in einem Abschnitt ausgelöst worden oder ist die Einbruchmeldeanlage scharf geschaltet. Bei Hotelbuchungssystemen wird halt überprüft, ob ein Zimmer belegt ist, um zum Beispiel die Temperatur, also wenn das Zimmer nicht belegt ist, muss dort auch nicht geheizt werden, um solche Themen abzubilden. Dann haben wir die Automatisierungsebene oder auch Controllerebene oder halt DDC. Das heißt, wer sich mit der Industrieautomation auskennt, dort haben wir SPS-Steuerung, also speicherprogrammierbare Steuerung. Und in der Gebäudetechnik haben wir oft das Thema Regelung. Deswegen haben wir dort, liegt der Fokus dieser Geräte eher auf dem Regelungsthema und nicht dem, ja, ich sag mal, logischen Verknüpfungen wie in einer Anlage, die letztendlich in der Industrie verwendet wird. Wir haben verschiedene Bereiche, wo wir, ich sage mal, Controller einsetzen. Da gibt es den einen Controller, der macht die Regelung für die Lüftungsanlage, der andere macht die Regelung für die Heizung. Und letztendlich haben wir dort eine Verknüpfung auf der Feldebene und diese Systeme reporten nach oben zur Gebäudeleittechnik. Das Thema, dort steht ISP. Damit ist nicht Internet Service Provider gemeint, sondern halt häufig in diesem Bereich fällt das Wort Informationsschwerpunkt. Dort haben wir eine Lüftungsanlage, die aus 5 Controllern besteht und die dann zusammen der Informationsschwerpunkt Lüftung ist. Genau. Die Aufgaben von Controllern sind die direkte Auswertung von Sensoren
zum Beispiel Temperaturen und Strömungswerte in Lüftungen. Dann haben wir die Steuerung von Aktoren, wie zum Beispiel Pumpen, Ventile und Lüfter. Genau, und die Kommunikation mit der übergeordneten GLT und genau Kommunikation zu Sondergateways. Das heißt, wir haben dort andere Systeme oder halt die Feldebene darunter, wo halt in Räumen verteilt noch sich Temperatursensoren befinden, die alle auf dem Feldbus angesprochen werden. Und dort kann letztendlich die komplette Kommunikation abgebildet werden. Die Feldebene, wie ich schon sagte, ist die Brücke zwischen der DDC und den Sensoren. Wir haben verschiedene Systeme, die es auf dem Markt gibt. Hier sind ein paar Beispiele. Für das Thema Raumautomation wird häufig EB oder KNX eingesetzt. Es hieß früher EB, heute heißt KNX, aber ich sage mal, die Schreibweise, es ist dasselbe System, nur ein anderer Name. Für die Zählerdatenerfassung wird MBUS verwendet. Dort werden halt gibt es verschiedene Wärmemengenzähler oder halt Wasserzähler, Gaszähler, die direkt über MBUS erfasst werden. Zum Thema Lichtsteuerung, wenn es um sehr spezielle Lichtanlagen, also so zum Beispiel in diesem Raum hier, könnte man sich vorstellen, hier auch DALI einzusetzen. Dieser Feldbus ist letztendlich nur auf die Lichtsteuerung fokussiert. Betriebssysteme in dem Bereich, sowohl auf der Automatisierungsebene, als auch auf der Controller-Ebene, als auch auf der Management-Ebene, findet man häufig Linux, häufig QNX und VxWorks, wenn es nun um das Thema Echtzeit geht. Und natürlich auch Windows, sogar auf Controllern gibt es Windows. Ja, kann man mögen, muss man nicht. GLT-Sicherheit. Ich sag mal, wenn man sich heutzutage Unternehmen anschaut, gibt es halt sehr, sehr viele, sage ich mal, Unternehmen, die sehr, sehr viel Wert auf IT-Sicherheit legen. In der Gebäudeautomation ist es noch nicht so angekommen, da wird das Thema eher entspannter, sage ich mal, gesehen. Und man kann sich so weit entspannen, dass man in ein Thermalbad gehen kann, was frei über das Internet erreichbar war. Diese Anlage ist inzwischen nicht mehr über das Internet erreichbar. Allerdings, das ist einfach ein Beispiel dafür, dass Sie dort letztendlich durchs Internet diese Anlage gefunden haben und können sich, wenn Sie sich mal entspannen wollen von der ganzen IT, sich sogar die Chlorwerte im Wasser vorher konfigurieren. Warum? Also, was findet man so alles im Internet? Es ist erschreckend, was man alles an Anlagen findet. Viele Schulen und Universitäten haben letztendlich komplett alle Systeme teilweise offen am Internet hängen, auch verteilt mit öffentlichen IPs, sind ja genug da, kann man auch jeden Controller einzeln direkt ans Internet hängen, ist sehr praktisch. Feuerwachen findet man, auch größere Gebäude, die eine zentrale Gebäudeleittechnik benötigen, Städte und Kommunen, das heißt, dort haben wir halt eine zentrale Gebäudeleittechnik im Rathaus, die alle untergeordneten Anlagen steuert. Bankgebäude sind dabei, Indoor-Skihallen, die man auftauen kann, wenn man mag, Tiefkühllager, auch sehr interessant, dort könnte man von einem größeren oder konnte man von einem größeren Discounter, wenn einem die Preise nicht gefallen, hätte man dem aus Frust sein Tiefkühllager auftauen können. In dem Fall Heizkraftwerke, in dem Fall halt kleine Heizkraftwerke von, ich sage mal, es gibt Wohngebiete, dort wird eine kleine, ich sag mal, Fernwärme gebaut, dort hat man ein kleines Blockheizkraftwerk, was halt, sage ich mal, 30 Wohnungen versorgt. Sowas findet man auch. Ein Wasserkraftwerk in der Schweiz und Krankenhäuser, Hotels und, wie eingangs schon gesagt, Thermalbäder. Insgesamt circa 500 Systeme allein in Deutschland. Wir reden davon nicht von einer Software wie zum Beispiel WinCC oder wo es zum Thema Stuxnet halt auch einige Sachen gab. Dieses ist halt ja noch ein anderes System, was halt häufig verwendet wird und wo halt auch noch Klärungsbedarf besteht. Wie findet man solche Anlagen? Google ist einfach sehr schön. Dort kann man halt schon viele Webinterfaces finden von gewissen Controllern, auch von größeren Gebäude, also größere Managementsysteme, die alle heutzutage meistens ein Webinterface haben und einen sehr aussagekräftigen Titel und dort kann man halt sehr einfach Anlagen finden. Shodan ist auch ein sehr interessantes Thema für die Leute, die Shodan nicht kennen.
Es ist das Gegenstück von Google. Google speichert im Grunde oder schmeißt die Header weg, wenn sie einen Request machen, und speichert den Content oder indiziert den Content. Und Shodan indiziert die Header und schmeißt den Content weg. Das heißt, wir können ganz komfortabel nach gewissen Server-Strings suchen oder halt nach gewissen Anlagen. Und die meisten schreiben dort auch genau den Namen der Anlage rein. Können wir uns schon genau unsere Sachen rauspicken. Dann der Internetzensus, eine sehr ergiebige Informationsquelle. Kurz gesagt wurde dort das komplette Internet einmal gescannt mit, ich sag mal, Embedded-Routern, die infiziert wurden. Alle Daten wurden zusammengesucht und letztendlich kann man sich diese Daten via BitTorrent runterladen und selber drauf suchen. Ist viel effizienter, als das ganze Internet durchzuscannen, und dort werden auch sehr exotische Ports gescannt, die man dann halt einfach durchsuchen kann. Der Internetzensus ist von 2012, er wird auch im Moment nicht aktualisiert, aber er ist trotzdem noch sehr ergiebig, weil die meisten Anlagen halt mit statischen IP-Adressen arbeiten. Probleme, warum es gerade in der Gebäudeleittechnik oft solche großen Lücken gibt, sind zum einen Standardpasswörter. Es gibt Produkte, die seit 15 Jahren auf dem Markt sind, wo immer noch dasselbe Root-Passwort auf allen Controllern eingesetzt wird, was jedem Techniker und jedem Kunden inzwischen bekannt ist, weil man braucht es ja hier und da schon mal. Dann haben wir keine Authentifizierung. Es gibt viele Controller, wo es einfach nur reicht, in demselben Netz zu sein, wo man direkt das Webinterface des Controllers sieht und direkt loskonfigurieren kann, ohne eine Passwortabfrage, findet man auch sehr häufig. Keine Verschlüsselung, SSL kennt man da auch nicht in dem Bereich. Keine Firewalls, weil die Protokolle, die dort verwendet werden, meistens sehr kompliziert sind, durch Firewalls durchzulotsen, und dort scheut man sich einfach vor dem Aufwand, den man führen muss, um halt Firewalls zu konfigurieren. Und die meisten können es auch nicht, und nachher funktioniert es nicht. Ohne Firewall funktioniert es viel besser, ist alles gut. So, Port Forwarding, auch ein Riesenthema. Kommen wir direkt schon zum nächsten Punkt. Jeff will von seinem Tablet seine Anlage zu Hause steuern. Es gibt kein VPN-Client für das Tablet. Es wird einfach der HTTP-Port vorgebordet bei der Anlage. Zack, findet man es über Shodan oder wie auch immer. Keine Authentifizierung, weil es ist ja dem Chef nicht zuzumuten, ein Passwort einzugeben. So kommt es alles. Inoffizielle Fernwartungszugänge, auch ein großes Thema. Dort kommen zum Beispiel Hersteller von Blockheizkraftwerken, die ihre Anlage, also es gibt zum Beispiel eine Schule, dort gibt es ein neues Energiekonzept, dort wird ein Blockheizkraftwerk eingesetzt, und dieses Blockheizkraftwerk wird von einem Hersteller geliefert. Dieses Blockheizkraftwerk spricht natürlich auch IP mit der übergeordneten Prozessebene, und dadurch, dass im ersten halben Jahr gibt es dort häufig Probleme mit dem Regelprogramm und es funktioniert nicht so, wie es auf Anhieb funktionieren soll, um dann den Kunden halt nicht unnötig zu verärgern bei irgendwelchen Ausfällen, wird schon mal gerne ein UMTS-Router genommen, einfach mit in das Anlagennetz gesteckt, damit dann der Servicetechniker vor Ort nicht immer rauskommen muss, sondern gerade vom Sofa aus die Anlage mal überprüfen kann. Diese Netze sind häufig dann aber mit allen anderen Netzen und der internen anderen Komponenten verbunden und ist natürlich ein Albtraum aus IT-Sicherheitsebene. Dann das Thema Selbstverwaltung. Viele Städte und Kommunen haben einen Fachbereich, der für die zentrale IT zuständig ist, und einen Fachbereich, der für die Gebäudewirtschaft zuständig ist. Und die Gebäudewirtschaft entscheidet, wir brauchen ein neues Konzept für unsere Prozessleittechnik im ganzen Stadtnetz. Und dort wird einfach ein paralleles Netzwerk aufgebaut mit eigenen DSL-Anschlüssen und eigenen Routern und wird häufig nicht auf IT-Sicherheit geachtet. Und in dem Sinne, da es keine Verbindung zur Unternehmens-IT gibt, ist letztendlich der Sicherheitsbeauftragte außen vor, weil er meistens gar nicht von der Existenz dieser Netze weiß. So, zum Thema Protokolle und Feldbusse. Wir werden jetzt weiter auf gewisse Angriffe auf spezielle Protokolle und Feldbusse eingehen. Wir haben das Thema Bugnet. Bugnet wird häufig verwendet zwischen der Management-Ebene und der Controller-Ebene zur Kommunikation. Auch die Ebene zwischen, also die Controller-interne Kommunikation findet häufig auch über Bugnet statt. Dann haben wir Modbus. Modbus ist ein sehr altes Protokoll, wird häufig verwendet für spezielle Themen, wo es keinen großen Abstraktionsbedarf gibt. Und EEB KNX zum Thema Raumautomation.
Und wenn wir uns zum Beispiel hier so ein Gebäude vorstellen, hätten wir jetzt das Thema IPE KNX, würden wir in jedem Raum finden. Das heißt, wir haben wenn wir uns das wie eine Pyramide vorstellen, ist der Feldbus das, was im Gebäude am präsentesten ist. Das heißt, wir finden in jeder Ecke Komponenten des Feldbusses, weil letztendlich jedes Licht und jeder Temperatursensor an diesem Feldbus angeschlossen ist. Der Vollständigkeit halber, klar, DALI ist ein Protokoll oder auch ein Feldbus, was häufig für die Lichtsteuerung verwendet wird. LON und LCN gehören auch in das Thema. Werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Häufig werden dort proprietäre Protokolle darauf aufgesetzt, die halt herstellerspezifisch sind. Ist nicht so interessant, sage ich mal. BACnet gibt es von der Grundidee schon seit 87. Wurde erst auf seriellen Schnittstellen verwendet, wie RS-485 und RS-232. Es ist objektbasiert, das heißt, wir haben einen sehr hohen Abstraktionslayer. Wir können Geräte abbilden, Eingänge, Ausgänge, verschiedene Zustände und bis runter zu Kalenderdaten, also Zeitschaltprogrammen, die herstellerübergreifend übertragen werden können. Also dieses Protokoll bietet eine sehr, sehr große Möglichkeit, Dinge zu abstrahieren. Es ist offen, das heißt, der Standard ist offen, jeder kann dort Einblick nehmen und es ist weltweit verbreitet und kommt immer mehr. Heute natürlich im Thema IP. Hier unten sind nochmal die Layer aufgelistet, werden wir nicht weiter darauf eingehen, aber es soll einfach nur demonstrieren, wie der Abstraktionslayer dieses Protokolls ist. Probleme mit BACnet-IP ist zum einen, dass wir eine Discovery haben von den Geräten. Die Geräte haben eine eindeutige ID. Funktioniert ähnlich wie ARP. Dort hat man jemand fragt eine MAC-Adresse an und dort wird dann im Grunde über UDP dieses Whois, so heißt es auch wirklich, Whois-Paket gesendet, wo dann ein Gerät antwortet, ich habe die und die BACnet-ID. Und das ist halt einfach, je nachdem, wie das Netz designt ist, halt schon ein Problem. Ich habe Netze gesehen, wo 800 IP-sprechende Komponenten oder 800 BACnet-sprechende Komponenten in einer Collision-Domain waren. Da können Sie sich vorstellen, wie da der Broadcast-Traffic so in diesem Netz ist. Das ist nicht unbedingt schön. Wir haben keine Authentifizierung und wir haben auch eine sehr hohe Anfälligkeit für DOS, also Denial-of-Service-Angriffe. Dort reicht es halt, gewisse IDs, sage ich mal, unsinnigerweise zu senden, oder halt andere Werte zu senden, die halt das Gerät oder ein Controller, der letztendlich sagt, ich bin ID XY, kann man leicht mit genügend Paketen übertrumpfen. Das heißt, das ganze BACnet-Netz glaubt dann halt, man selber ist der Controller und arbeitet dann noch so. Spoofing von Werten ist leicht möglich, genau auf demselben Thema. Es gibt Werte, die abonniert werden können, es gibt Werte, die werden explizit gefragt und häufig sind die Netze so konfiguriert, dass dort Werte explizit von Controllern abgefragt werden. Wenn man aber, sage ich mal, gratis diesen Wert oft genug im Netz bereitstellt, wird diese Funktionalität abgeschaltet und man selber gibt diesen Wert vor und alle glauben einem das auch. Application Firewalls für BACnet-Bereiche zu separieren und auf Applikationsebene Pakete zu filtern und halt verschiedene, Kommunikation zu unterbinden, die halt per Definition nicht gewünscht ist, gibt es, aber werden halt nicht eingesetzt, weil es ist sehr schwierig, sie zu konfigurieren. Man muss die komplette Netztopologie in dieser Firewall abbilden und irgendwas wird immer vergessen, dann funktioniert irgendwas nicht und dann stellt man die Firewall auf Durchzug und dann funktioniert es wieder. Selbes Thema. Netzwerkdesign häufig schlecht. Klar, da ist das Thema, dass man zum Beispiel Broadcast, Traffic reduziert, indem man das Netz halt ein wenig subnettet und nicht alle Geräte in ein Layer 2 Netz bringt. Wer sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen will, gibt es verschiedene Stacks, die man verwenden kann, um dort halt selber BACnet-Kommunikation zu betreiben oder mit vorhandenen Anlagen zu arbeiten. Zufälligerweise alle bei SourceForge. Für jeden ist was dabei. Zum Beispiel BACnet for Linux ist zwar etwas älter, schon länger nicht mehr, wurde nicht länger mehr was dran gemacht, aber letztendlich halt doch alles implementiert, was man haben will, inklusive einer
GUI, wo man auch schon direkt, wenn man halt zum ersten Mal in einem Magnetnetz sich befindet, schon einen gewissen Überblick über die Geräte und über die Werte, die einem dort präsentiert werden, erlangen kann. Nächstes Thema, Modbus. Modbus ist ziemlich alt und hat letztendlich, ist heute immer noch aktuell, wird aber nicht, es wird dort nicht so groß abstrahiert wie in Bugnet. Wir haben ein Master-Slave-Konzept, das heißt, in einem Modbus-Netz gibt es halt einen Master, der die Slaves abfragt. Keine Kommunikation zwischen den Slaves ist möglich, direkt. Das heißt, früher wurde das auf seriellen Leitungen verwendet, RS-485. Dort gibt es einen Master, der alle Slaves abfragt und in dem Fall kommt es aus diesem Bereich letztendlich. Ja, Modbus RTU ist im Grunde das für die seriellen Protokolle. Hier sehen wir das, den Aufbau des Protokolls, wenn man es mal so nennen darf. Es ist halt wirklich simpel gelöst. Die Adresse ist der ist die Adresse des Slaves in dem Modbus-Netz. Die Funktion ist zum Beispiel lese Eingangsregister eines Controllers oder schreibe Ausgangsregister. Und dann gibt es die Daten, worauf im Grunde genommen, was letztendlich für Daten geschrieben oder gelesen werden sollen. Eine Checksumme und das war's. Dasselbe finden wir auch im Thema TCP. Dort wird einfach dasselbe Konzept übertragen auf IP. Wobei wir keine Checksum haben, weil wir das im Protokoll schon erschlagen. Wir haben eine Transaktionsnummer, die im besten Fall immer hochzählen soll. Es gibt Geräte, die Sie im Markt finden, die sagen, Sie können Modbus, die zählen diesen Counter nicht hoch. Das heißt, Sie können nachher nicht mehr auseinanderhalten, wenn Sie je nachdem mehrere Antworten erhalten wollen, auf welche Frage diese Antwort zurückkommen soll. Protokollkennzeichen ist immer null. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine neue Implementation davon. Im Grunde genau dasselbe Konzept. Wir haben eine Adresse, die wir auslesen wollen, eine Funktion und das war's. Also ziemlich simpel gehalten, wird häufig verwendet für zum Beispiel diese Kommunikation, wie eingangs beschrieben. Wir haben Sondercontroller, wie zum Beispiel für ein Blockheizkraftwerk. Dort kann das Blockheizkraftwerk IP. Dort gibt es eine Liste von Adressen und Registern, die in dem Controller ausgelesen werden können, um zum Beispiel Störmeldungen abzufangen. Und dort wird im Grunde genommen eine Liste übertragen. In der Gebäudeleittechnik wird eine Liste angelegt. Für jede dieser Adressen wird quasi ein Wert erwartet, aber Sie kriegen, wenn Sie ein Gerät auf dem Port finden, müssen Sie schon wissen, welches Gerät haben Sie da vor sich, um vom Hersteller dann diese Adressliste zu bekommen, weil Sie werden dort keine direkte Möglichkeit haben, rauszukriegen, welches Bit für was, für welche Funktion jetzt ist. Probleme, die wir haben, ist, wir haben keine Kollisionserkennung, das heißt, Slaves können nicht auf dem Bus reden, ohne dass sie gefragt werden. Dadurch brauchen wir keine Kollisionserkennung und es ist kein ausreichender Schutz gegen Replay-Attacken. Das heißt, wenn Sie einmal Kommunikation im IP mitlesen, können Sie diese beliebig oft wiederholen und den Zustand der Anlage damit beeinflussen, weil es findet keine, selbst wenn Sie den Routing-Count oder den Transaktions-Counter hochzählen oder halt nicht, wird häufig gar nicht erst abgefragt, wird auch nicht, dieses ist sehr simpel, also ein Netz, wo, ich sage mal, Modbus IP gesprochen wird, sollte geschützt sein und nur Leute, die dort wirklich Zugriff haben, sollten sich mit diesem Netz verbinden dürfen. Dann das Thema IPKNX, dort werden wir jetzt ein wenig weiter einsteigen. Der europäische Installationsbus ist sowohl eine elektrische Schnittstelle als auch ein Protokoll. Das heißt, wir haben dort eine Plattform, auf der wir halt verschiedene Hersteller vereinen. Insgesamt gibt es über 300 Hersteller, Geräte entwickeln, die diesem Standard entsprechen. Und ja, wird sehr lange schon entwickelt. Es wird immer mehr. Es ist heute noch aktuell oder es wird heute auch gerade sehr, sehr viel eingesetzt in Neuanlagen. Es wird verwaltet oder der Standard wird letztendlich rausgegeben von der KNX Association aus Brüssel, die sich diesen Standard überlegt und auch alle Hersteller zusammenhält. Und es ist herstellerunabhängig und der Standard ist frei verfügbar. Das heißt, im Grunde braucht ein Hersteller nur eine Zertifizierung, um sich dieses Logo auf, stecken zu können. Aber letztendlich kann man auch selber EGB-Geräte entwickeln und sie auch einsetzen.
Verschiedene Schnittstellen haben wir in diesem Bus. Das heißt, wir haben einmal TP, Twisted Pair. Das ist das häufigst verbreitete. Dort haben wir eine Linie. Dort wird eine Spannung angelegt. Die Geräte versorgen sich über diese Linie mit Energie und kommunizieren über dieselben zwei Drähte und schicken sich dort Telegramme gegenseitig zu. Dann gibt es Powerline. Da wird die Kommunikation auf, wie der Name schon sagt, Powerline, also übers Stromnetz, geführt. Dort, das ist in Neuanlagen häufig nicht verwendet. Das wird halt häufig mal nachgerüstet, ist aber nicht so interessant. Dann natürlich klar IP. Dort werden halt die Telegramme einfach in UDP-Broadcasts gepackt oder auch, wenn man es richtig konfiguriert, Multicast. Und es gibt natürlich noch Funk. Dort werden halt dieselben Telegramme einfach nur auf Funk übertragen. Kurze Zwischenfrage. Wenn du in diesem Vortrag von IP redest, meinst du immer V4? V4, genau. Also, V6 ist nur ein Nutzzeug. Es gibt einzelne Hersteller, die auch V6 anbieten, aber nur wenn man lieb nach der Beta-Firmware fragt, die das implementiert. Also V4 ist in dem Fall IPv4 und dort haben wir halt, das ist heute de facto Standard in dem Bereich. Geräte in dem Bereich verwenden wir halt, also was kommt häufig so vor? Ich sag mal, ein Taster an irgendeiner Tür, ein Schaltaktor, der letztendlich irgendwo in der Decke verbaut ist und eine Gruppe von Lampen steuert, dezentral, Dimmer, Temperatursensoren, die halt irgendwo hängen und halt Heizungsregler, die in irgendwelchen Heizkreisverteilern verbaut sind und letztendlich auch an diesem Bus hängen. Hier sieht man eine grobe Übersicht über über eine EEB-Installation. Wir haben, wenn wir uns jetzt eine Linie an sich mal anschauen, oder am besten hier unten, das ist am einfachsten, wir haben eine Spannungsversorgung. Diese Spannungsversorgung ist eine passive Komponente. Sie erzeugt eine Spannung und hat eine Drossel integriert, dass die Geräte über das, ich sage mal, das Zusammenbrechen lassen des Stroms oder der Zusammenbrechen lassen der Spannung wird im Grunde kommuniziert. Die Spannungsversorgung ist kein Gerät, was adressiert wird. Sie ist einfach nur Spannungsversorgung. Dann haben wir bis zu 64 Teilnehmer auf einer Linie. Diese Zahl ist elektrisch begrenzt, weil die Zahl von Geräten, die sich dort auch die Energie nehmen, ist halt endlich. Wenn wir mehr haben wollen, können wir weitere 64 Teilnehmer mit einem Linienverstärker erweitern. Das ist im Grunde wie ein intelligenter Optokoppler zu sehen. Dort brauchen wir wieder eine neue Spannungsversorgung, die hier jetzt nicht eingezeichnet ist. Aber letztendlich so funktioniert es von der groben Idee. Wenn ich eine riesengroße Installation habe, wie zum Beispiel in Gebäuden dieser Größenordnung hier, habe ich Linienkoppler, das heißt, ich habe verschiedene Linien, ich habe verschiedene Bereiche im Gebäude, die ich letztendlich mit EEB versorge und ich habe einen Bereichskoppler, also ich habe eine Bereichslinie, es ist einfach nur ein anderes Naming, also das ist ein Bereichskoppler, das ist ein Linienkoppler und das ist ein Linienverstärker. Dieses sind elektrisch vollkommen gleiche Geräte, sie tun das Gleiche, sind halt nur aus Sicht der Topologie an einer anderen Stelle und heißen deswegen anders, aber elektrisch und technisch ist es dasselbe. So, EEB-Systeme werden programmiert über die ETS, das ist die Engineering Tool Software von der IBA, die letztendlich, das heißt, ich habe will ein neues System bauen, das heißt, ich verbaue die ganzen Herstellerkomponenten, lade mir die dazugehörigen Produktdatenbanken von den Herstellern runter, füge die in mein Projekt ein und habe dann die Übersicht oder kann dort dann alle Parameter dieser Geräte verändern und kann die Verknüpfungen zwischen den Geräten herstellen. Nur die ETS kennt die gesamte Topologie des Netzes, das heißt, die Geräte haben nur einen Teil ihres Programms und wissen nur, was für ihre Funktion wichtig ist. Es gibt keinen, der im laufenden Betrieb innerhalb der Anlage eine Masterfunktionalität hat. Das heißt, ein EEB-System funktioniert in sich, wenn Sie halt, sage ich mal, wenn Sie hier gewisse Trennungen machen, das heißt, wenn jetzt hier auf einmal eine Trennung ist, funktioniert das, sage ich mal, alle Funktionen, die hier rein programmiert wurden, funktionieren noch ohne eine zentrale Intelligenz, die alles steuert. Gruppenadressen sind Adressen wie zum Beispiel eine Lampengruppe oder es gäbe zum Beispiel für diesen Raum hier eine Gruppenadresse, die das Licht zentral einschaltet und dann gäbe es noch Gruppenadressen, die gewisse Lampen einzeln schalten können.
Und diese Adressen können frei konfiguriert werden und können halt ja beliebig oder nicht beliebig viele, aber können halt mehrere eines Geräts hinzugefügt werden. Und im Grunde genommen werden dort Telegramme an Gruppenadressen geschickt. Das heißt, Gruppenadresse 111 schaltet den kompletten Raum an. Wenn ich dort eine 1 hinsende, gehen alle Lampen an, die sich für diese Gruppenadresse zuständig fühlen. Und die Verknüpfung geschieht über die ETS, die letztendlich den einzelnen Komponenten sagt, auf welche Gruppenadressen sie horchen sollen. Und die anderen Komponenten verwerfen dieses Paket einfach, wenn es nicht für sie interessant ist. Physikalische Adressen. Jedes Gerät hat eine physikalische Adresse. Die wird einmal beim Bau eines solchen Systems programmiert. Und diese ist eigentlich nur für die Programmierung mit der ETS sinnvoll. Das heißt, wenn Sie die Anlage programmieren, müssen Sie natürlich die Geräte einzeln ansprechen können. Das wird letztendlich über die physikalische Adresse realisiert. Die eingangs genannten Linienkoppler, Bereichskoppler und Linienverstärker fehlen auf dieser, in der Auflistung, haben Filtertabellen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt hier intern eine Funktion in diesem Raum nur interessant wäre, wäre es ja ein Hörsaal weiter nicht interessant, dieses Telegramm zu erhalten. Dort werden halt automatisch, sage ich jetzt mal, Firewall-ähnliche Filtertabellen gepflegt, die ETS von oben herab auf die Linienkoppler und Bereichskoppler verteilt, womit im Grunde die Buslast reduziert wird. Es geht dort nicht um das Thema Sicherheit, sondern es geht darum, weil wir nur mit 9600 Baud auf diesem Bus kommunizieren können, dass wir in großen Anlagen einfach Buslast reduzieren müssen, indem wir halt nicht jedes Telegramm in jeden Bereich, in alle Linien übertragen müssen, weil es dort auch einfach nicht gebraucht wird. Grob zur Kommunikation, wie eingangs gesagt, wir haben eine Spannung, die auf der Linie anliegt, und dort wird durch das Zusammenbrechen lassen der Spannung wird im Grunde kommuniziert, und dann haben wir Telegramme, die gesendet werden. Wir werden das jetzt nicht komplett, es ist nur eine grobe Darstellung. Also wir haben einfach ein Kontrollbyte, da steht drin, was für eine Art Telegramm es ist. Ist es ein Programmiertelegramm? Ist es ein Gruppenkommunikationstelegramm? Das, sage ich mal, was so Tagesgeschäft ist. Programmiertelegramme kommen natürlich nur, wenn jemand wirklich das System programmiert, wahrscheinlich einmal im Leben und danach nie wieder. Und dann haben wir die Quelladresse. Das ist die physikalische Adresse des Geräts, die aber häufig nicht ausgewertet wird, weil es nicht relevant ist. Die Zieladresse ist die Gruppenadresse, an die zum Beispiel eine 1 oder eine 0 gesendet wird. Dann haben wir den Routingzähler, kommen wir gleich noch drauf zurück. Dann haben wir Länge der Nutzinformation, und wir können bis zu 16 Byte in einem Telegramm übertragen. Noch eine CRC-Checksum hinten dran, und das ist unser EEB-Telegramm. Wenn wir uns eine Linie anschauen, haben wir eine Linie. Dort gibt es einen Teilnehmer, der ein Telegramm senden möchte an diese Linie oder einen Teilnehmer in dieser Linie. Es ist immer ein Broadcast, der gesendet wird. Das heißt, es wird keine Routing-Entscheidung durch den Sender letztendlich entschieden, sondern in dem Sinne nur über die Linienkoppler, die letztendlich von der ETS zum Zeit der Programmierung wissen, ob eine Gruppenadresse, die hier grundsätzlich verknüpft ist, wo ein Gerät grundsätzlich auf diese Gruppenadresse einen Wert schicken kann, in diesem Bereich interessant ist. Und dort werden im Grunde Filtertabellen in diesen Bereich und Linienkopplern gepflegt, die letztendlich dort die Telegramme durchlassen oder nicht. Ein Telegramm, was gesendet wird, in diesem Fall sind alle Linienkoppler so konfiguriert, dass es dort auch ankommt, initialisiert einen Routing-Counter, vergleichbar mit der TTL und bei IP, initialisiert diesen Routing-Counter mit 6. Und beim Passieren eines Linienkopplers oder auch Linienverstärkers wird der Zähler um 1 dekrementiert. Und wenn er im besten Fall, das ist ein Idealsystem, bei 0 kommt er an, aber wenn hier noch um 1 dekrementiert wird, kommt es hier an und der Routing-Counter ist 0. Das heißt, es hat alles funktioniert. Aber wenn jetzt der Routing-Counter an dieser Stelle schon 0 gewesen wäre, würde das Paket verworfen, um einfach Schleifen zu vermeiden. Hier hätten wir das mal in falsch. Hier ist ein Linienverstärker zu viel. Das heißt, an dieser Stelle hier würde das Telegramm schon verworfen, weil es schon 0 ist. Das heißt, hier würde es nicht weitergeleitet. Das heißt, dieser Teilnehmer würde nie dieses Telegramm erreichen.
Es ist in den Standards beschrieben, wie hoch diese Tiefe sein darf von Bereichs- und Linienkopplern. Deswegen ist diese Zahl festgelegt. Das heißt, wenn wir jetzt, sage ich mal, von hier eine, wenn wir jetzt von hier in dieser untergeordneten Linie ein Telegramm senden wollen, muss es letztendlich in den Linien, also muss diese Gruppenadresse, an die wir das senden, in den Linien- und Bereichskopplern freigeschaltet sein, damit wir es in dem kompletten Netz senden können. Und wir müssten halt auch noch den Routing-Counter richtig initialisieren. So, Probleme. Sie wollen natürlich aus jeder Linie auch die ganzen Geräte anderer Linien konfigurieren können und programmieren können. Deswegen gibt es eine Möglichkeit, den Routing-Counter mit 7 zu initialisieren. Und er geht, und alle Filtertabellen sind nichtig, weil sobald ein Linien- und Bereichskoppler ein Telegramm sieht mit einem mit 7 initialisierten Routing-Counter, wird er nicht dekrementiert. Das heißt, in dem Fall würde, egal ob die Filtertabelle es zulässt oder nicht, in dem kompletten EB-Verbund würde dieses Telegramm gesendet. Zentralfunktionen sind dort auch sehr interessant. Das heißt, der Angriff wäre wie folgt, man würde in einer untergeordneten Linie Daten mitlesen, die Telegramme würde man mitschreiben und würde darauf warten, dass zum Beispiel die zentrale Gebäudeleittechnik einen Zentralbefehl sendet für gesamtes Licht aus abends oder alle Rollladen runterfahren oder wie auch immer und würde diese einfach, mitlesen. Und wenn man sie selbst erneut senden würde, wie der Standard es beschreibt, mit 6 initialisierten Routing-Counter würde man nur einen Treffer landen in seiner eigenen Linie. Das heißt, nur die Geräte, die in der eigenen Linie wären, würden auf diese Gruppenadresse reagieren. Wenn wir ihn mit 7 initialisieren, senden wir ihn in die komplette Welt des ganzen EEBs. Das heißt, jedes Gerät in dem EEB-System, was auf diese Adresse horcht, wird im Grunde unsere Aktion ausführen. Die Herkunft der Linien, die Herkunft der Pakete kann verschleiert werden. Das heißt, die physikalische Adresse ist aufgeteilt in Linienbereiche und Hauptbereiche. Und diese kann aber frei gewählt werden. Also in dem Fall, wenn man, sage ich mal, nach einem solchen bösen Gerät sucht, was halt solche Telegramme sendet, wird es ziemlich schwer, weil letztendlich könnte dieses Gerät überall sein. Es versorgt sich selbst aus dem EEB-System mit Energie. Es könnte in jeder Abzeugdose, in jedem Verteilerschrank, in dem kompletten Gebäude sein und kontrolliert auch das komplette Gebäude. Ist ein Albtraum, sowas zu finden. So, Ideen für Zentralfunktionen wären zum Beispiel zentrales Steuern von Außenbeleuchtung. Dort haben wir ein Riesenareal und dort haben wir ganz verschiedene Bereiche, in denen Außenbeleuchtung zentral geschaltet werden soll. Ganz viele Verteiler, aus denen halt die Energie auch kommt. Und dort sind überall Aktoren konfiguriert, die auf die Gruppenadresse Außenbeleuchtung reagieren, die sehr weit verteilt über das komplette Gelände sind. Und die kann man natürlich aus jeder Toilette aus dann steuern, die auch mit am EEB hängt. Auch noch ein Klassiker, Jalousie und Rollladen. Das ist halt, wird häufig gemacht, um einen Windalarm zu realisieren. Das heißt, wenn der Wind zu schnell weht, fahren alle Jalousien hoch, damit sie nicht abgerissen werden. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man sowas macht. Und dort, wenn man das einmal mitbekommen hat, kann man natürlich damit auch Spaß haben, weil man kann auch wieder die Rollladen damit runterfahren. Flurlicht zentral schalten ist auch ein Thema, dass nachts der Hausmeister zentrales Licht abschalten kann. Und auch in Hotels häufig verwendet ist, dass in komplett allen Hotelzimmern alle Lichter eingeschaltet werden bei einem Brandmeldealarm. Man stelle sich nur vor, jemand, ein Hotelgast baut den Schalter aus der Wand und steuert das komplette Hotel über sein Zimmer. Wer sich dort mit auseinandersetzen will, der IPD von der TU Wien ist, sage ich mal, die Referenzimplementation, die letztendlich die ganze das komplette Timing und das komplette, den kompletten Protokollstack abbildet. Man kann vereinzelt dort auch Geräte programmieren. Die ETS ist leider eine kostenpflichtige Software, aber es gibt gewisse Geräte, die reverse-engineert wurden, die Sie auch über Open-Source-Komponenten programmieren können. Und mit diesem System können Sie aber auch ganz simpel mit einem vorhandenen EEB-System kommunizieren und Telegramme mitlesen und, sage ich mal, ist in dem Bereich die Referenzimplementation. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben und jetzt haben Sie hoffentlich noch ein paar Fragen.
Ja. Kriegt man das jetzt sicher? Ja. Was machen die denn so seit letztem Jahr? Also Snowden und Konsorten ist ja wahrscheinlich an denen noch nicht so ganz vergangen. Und CT hatte ja letztes Jahr was, die BSI, die auch wach sein. Ja, also die Fragen waren jetzt, oder die Frage war, was letztendlich, sage ich jetzt mal, seit es bekannt ist, zum Beispiel auch ja jetzt mit Snowden, es gibt gewisse Sachen, die, es werden Dinge abge... Es gibt... Der Fokus wird einfach auf solche Systeme geführt und natürlich auch Stuxnet vielleicht in dem Fall auch. Das BSI-Zert ist dort sehr interessiert an diesen Anlagen und halt auch schon dabei, gewisse Anlagen schon abzuschalten. Letztendlich... es ist halt so, dass wir dort sehr, sehr viele verschiedene proprietäre Software einsetzen, wo halt einfach auch der Angriff noch nicht beschrieben ist oder wo einfach auch ein Webbrowser nicht genügt, um diese Anlagen zu sehen. Das eingangs gezeigte Thermalbad, da benötigt man eine Spezialsoftware für, um im Endeffekt diese Remote-Desktop-ähnliche Sitzung zu sehen. Das ist auch ein proprietäres Protokoll, da braucht man schon, sage ich mal, mehr Wissen, um jetzt dort einzusteigen. Aber im Großen und Ganzen werden spezielle Anlagen oder sehr, sehr schützenswerte Strukturen schon jetzt auch durch IT-Sicherheitsberater, sage ich mal, schon durchforstet nach solchen Anlagen. Aber dass jetzt explizit nach jeder kleinen Anlage gesucht wird, oder da ist mir so nicht bekannt oder wird auch noch nicht gemacht. Aber mein Ernsthaft, ich überlege gerade, in Berlin wird gerade eine nicht kleine Behörde baut gerade ein nicht kleines Gebäude. Mit einem extrem hohen Sicherheitsstandard. BND-Zentrale. Ja. Die wollen sicherlich eine schöne Automatisierung dafür, dass sie das Ding haben. So state of the art. Die ist sicher zertifiziert. Ja. Also ein Beispiel aus einer Behörde, dort gibt es auch eine Gebäudeleittechnik. Dieses IP-Netz, was dort verwendet wird, ist eine Insel, da gibt es keinerlei Verbindungen und die Verbindung, die letztendlich die Haus-IT zu dem System hat oder überhaupt, so wie mit dem System gearbeitet wird, ist über einen IP-KVM-Switch. Dort wird ein Terminal hingestellt, wo ein Webbrowser drauf läuft. Da gibt es einen IP-KVM-Switch, womit man dann über VGA dann das Bild sieht und halt drüber steuern kann. Das ist denen ihr Verständnis von Firewall im Thema Behörden. Dort kann kein weiterer Eingriff stattfinden. Ja. Ja. Die Frage war, ob KNX-RF soweit, sage ich mal, schon auf dem Fokus ist. Ich selber muss sagen, KNX-RF habe ich selten gesehen im freien Einsatz. Es gibt es. Es wird häufig nachgerüstet für gewisse einzelne Büros, wo letztendlich ein schöner Taster auf einer Glaswand installiert werden soll, wo man kein Kabel hinziehen kann. Zu der Verbreitung kann ich so nicht sagen, habe ich mir auch so noch nicht angeschaut, was es da so, sage ich mal, Wardriving-ähnlich so draußen alles rumkreucht und fleucht. Ja, bitte? Ja, das Hauptthema, also die Frage war jetzt, ob da jetzt irgendwelche Tendenzen bestehen, das zum Beispiel im Thema KNX zu verschlüsseln. Diese Möglichkeiten bestehen de facto nicht, weil der Standard gibt sie nicht her. Dort kann man einfach nur, ich sage mal, Schadensbegrenzung betreiben, indem man diese Systeme wirklich absichert. In dem Fall zum Beispiel in Hotels den physikalischen Zugriff verweigert oder den physikalischen Zugriff sehr schwer macht auf diese Linie, indem halt nur Taster verbaut werden, die letztendlich an einer anderen Stelle ausgewertet werden, dass der Hotelgast, der potenziell seinen Schalter aus der Wand schrauben könnte, keinen Zugriff zu dieser Linie bekommt. Ansonsten ist EEB per Design auf diese Art und Weise angreifbar. Dort gibt es keine weiteren Möglichkeiten, da einzugreifen. Man könnte natürlich noch Firewalls entwickeln, die letztendlich dazwischen koordinieren oder eine Anomalie erkennen, aber die Definition dieses Standards gibt keine weitere Sicherheit her. Ja? Bitte?
Es gibt proprietäre, also die Frage war, ob es andere Protokolle gibt, die letztendlich sicherer sind. Es gibt herstellerspezifische Protokolle, wo wir sogar ja, Verschlüsselung haben von Haus aus. Das ist hier und da interessant, aber natürlich wieder hat den Nachteil, dass wir nur gewisse Hersteller haben, die das unterstützen und die lassen sich auch teuer bezahlen. Also sowas gibt es, aber es gibt es halt nicht, sage ich mal so, in der weiten Verbreitung. Genau. Das heißt, ich habe Energieverbrauch und ich habe auch Abwärme, als der wodurch ich nicht kochen kann. So, ja. Das heißt, das ist nur eine sehr eingeschränkte Option, der das überhaupt gemacht. Genau. Also häufig ist es so, dass die Controller, die eingesetzt werden, halt wirklich Embedded-Geräte sind, wo teilweise das Regelprogramm an sich schon genug Aufgaben hat und die CPU schon gut genug auslastet. Wenn man dort noch Krypto machen will, hat man halt hier... Auch bei den Komponenten, die ich verbaue. Ja. Genau. Ja, bitte? Es gibt ja mittlerweile so Bestrebungen auf Wasserzähler und Wärmedämmzähler, so der Punkt, dass man draußen vorbeifährt, damit man die Mieter besetzt. Ja. Nehmen wir an, das ist ähnlich. Das nennt sich dann, genau, also das Thema Zählerauslesung, dort wird Wireless M-Bus verwendet. Es gibt M-Bus als drahtgebundene Lösung. Dort wird halt der Zähler auch über den Bus mit Energie versorgt. Dieser Bus kann sehr, sehr lang werden. Und es gibt da auch ein Protokoll Wireless M-Bus, was letztendlich ermöglicht, Zähler über die Luftschnittstelle auszulesen. Das wird auch häufig verwendet. Dort fährt nur einer vorbei mit einem Auslesegerät und liest halt alle Wärmemengenzähler in Wohnungen aus. Oder es gibt so Datensammler, die in Fluren hängen. Wird häufig verwendet. Dort habe ich mir persönlich noch nicht die ganzen Krypto-Standards angeschaut. Dort wird hier und da Krypto gemacht, aber ist die Frage, wie gut es implementiert ist. Ja, aber da werden wir noch einige lustige... Beim Thema Smart Meter ist es so, dass wir häufig halt schon, also in den Smart Metern oder in dem aktuellen, ich sag mal, präferierten Zähler, den es gibt, den EHZ, der letztendlich überall verbaut wird, wird schon... sage ich mal, die Daten werden schon immer verschlüsselt und signiert übertragen. Dort ist halt die Frage, ob man an den privaten Schlüssel des Energieversorgers drankommt, um halt, sage ich mal, Zählwerte, sage ich mal, zu verändern. Aber im Grunde sind die Zählwerte, die aus diesen Zählern rauskommen, halt schon sichtbar, allerdings halt signiert und können natürlich über unsichere Netze übertragen werden. Und wenn die Signatur nicht mehr stimmt, werden die Werte nicht angenommen. Soweit ich es beurteilen kann, ist das System bis jetzt noch nicht gefallen. Vom Konzept her halt wie bei allem, wenn die Schlüssel halt oder wenn, sage ich mal, von einem Energieversorger der private Schlüssel abhanden kommt, sind alle Zähler, die diesen Schlüssel hören, natürlich kompromittierbar. Ja. Irgendwas selbst gebautes, ja. Public Key und Private Key hat man dort, genau. Wie das genau intern ist, was selbst überlegt ist, aber halt von der Grundidee schon so. Frage? Ja? Du sagst gerade, die intelligenten Zähler übertragen zwar signiert, ja, nicht verschlüsselt. Das habe ich gerade richtig verstanden. Genau, die Zählwerte werden nicht verschlüsselt übertragen. Im Standard ist es nicht so, aber sie werden signiert. Das heißt, der Kunde kann sich diese Werte anschauen, kann die auch auslesen und das EVU kann letztendlich die Echtheit und die Richtigkeit der Daten überprüfen. Bringt aber trotzdem ein Datenschutzproblem mit sich, weil ich natürlich auch so Hauswerten beispielsweise das cool. Abwesenheitszeiten ermitteln lassen. Genau. Das heißt, ich kann relativ einfach feststellen, ob eine Wohnung gerade aktuell bewohnt ist oder nicht, ob der Bewohner gerade, sagen wir mal, unter der Dusche steht, am Kochen ist oder vom Fernseher sitzt. Ja. Wie sieht es denn damit aus? Da gibt es verschiedene Arten, wie man das lösen kann. Es gibt da sogenannte Lastgänge, die dann der Zähler selber speichert. Das heißt, wir haben einen Energiezähler, der eine gewisse eine Historie aufzeichnet. Und diese Historie kann auf spezielle Anfrage ausgelesen werden. Und diese kann auch, wenn es so requestet wird vom EVU, verschlüsselt übertragen werden. Dass halt keiner, der auf der Leitung zwischendurch
ist diesen Lastgang letztendlich 1:1 mitlesen kann. Aber bei der normalen Auslesung eines Zählers wird häufig werden die Daten nicht verschlüsselt. Es kann konfiguriert werden, allerdings, ja, es muss nicht. Häufig wird es nicht gemacht, nein. Ja, bitte? Ich sag mal, die Frage ist halt, ob Systeme schon angegriffen wurden, ob da was bekannt ist. Ich sage mal, um es jetzt, wie im Vorfeld genannt, mit diesem Thermalbad, was halt offen am Internet ist, dort gibt es natürlich mannigfältige Möglichkeiten, wie zum Beispiel Stuxnet, dass dort eine Software, in dem Fall Simatic WinCC, angegriffen wurde. Das ging ja durch die Presse, dass dort ein Virus existiert, der letztendlich eine solche Management-Ebene explizit angreifen kann und sogar die Controller-Software verändern kann. Das, sage ich mal, war so der am besten wahrgenommene Angriff. Ich sag mal, EB und... wie bitte? Dieses Thermalbad wurde nicht angegriffen. Ich sage mal, es war einfach nur da. Also man hat, wenn man danach gesucht hat, wenn man mit offenen Augen durchs Internet gegangen ist und hat speziell nach diesen Anlagen gesucht oder nach einem speziellen Hersteller von Anlagen, hat man halt einige gefunden und darunter war dann dieses Thermalbad und natürlich noch viele andere Sachen. Da wurden natürlich keine Angriffe getätigt, da wurden natürlich die Betreiber und die Errichter dieser Anlagen halt darüber informiert, dass diese Anlage halt offen am Internet hängt. Aber ich sag mal, mir sind jetzt so keine größeren Angriffe bekannt auf ja, solche Strukturen. Bei EIB ist das Thema, sie müssen meistens vor Ort sein und sie haben einen sehr hohen Aufwand, erstmal überhaupt eine Topologie des kompletten EIBs zu bekommen, weil sie halt Daten einfach sich nur ersniffen können. Sie haben meistens haben sie nicht die Datenbank von der ETS und haben direkt eine Übersicht über alle Adressen, die es gibt, sondern sie brauchen wirklich einen sehr großen Zeitaufwand, rauszukriegen, welche Gruppenadresse, welche Funktion für welche Funktion im Gebäude ist. Das ist jetzt, sage ich mal, nichts, was man so mal so im Vorbeigehen remote angreift. Aber möglich ist es und es soll schon vorgekommen sein, sage ich mal. Jetzt ist mal rein hypothetisch angenommen, ich würde jetzt in dem Gebäude bleiben, durchführen wollen, als Proof-of-Concept. Genau, also. Sagen wir mal rein hypothetisch, wenn die Hochschule EIB einsetzt, könnte man das tun, ja. Ja. Erstmal durch physikalischen Zugriff, das heißt, an mein EIB kommt so schnell keiner dran. Und natürlich mit einer selbstgeschriebenen ARPWatch-ähnlichen Software, die halt einfach Anomalien erkennt, indem halt Telegramme von Geräten geschickt werden, die halt da gar nicht mit verknüpft sind. Dort wird halt erkannt, ob dieses Gerät, dazu berechtigt ist, das zu senden und in dem Fall wird dort halt, ja, gibt es rein informell dann die Info, da gibt es ein fremdes Gerät, was verschiedene Telegramme sendet, die halt da nicht hingehören, aber so einen richtigen, ja, einfach hardwaremäßig den Schutz hochhalten, dass niemand hardwaremäßig an diesen Bus kommt, ist letztendlich das beste Schutzkonzept in dem Bereich. Replay-Attacken sind auch beim Thema EIB jederzeit möglich. Das heißt, ein aufgezeichnetes Telegramm, was man aufgezeichnet hat, dass die Gebäudeleittechnik gesendet hat, um das gesamte System oder sag ich mal die Rollladenzentrale zu steuern, kann jederzeit wieder genau ohne dass man ein Bit verändern muss, genauso gesendet werden und wird auch von allen Komponenten erfasst. Also Replay-Attacken sind da natürlich auch möglich.
Nein, Brandmeldersysteme sind vollständig isoliert davon. Es gibt Brandmelder von Herstellern, die auch eine EEB-Schnittstelle haben. Für, ich sag mal, zu Hause kann man damit sich halt eine, ich sag mal, kleine Brandmeldeanlage, wenn ich eh schon EEB habe, abbilden. Aber in solchen Gebäuden wie hier habe ich andere Anforderungen von VDS. Dort gibt es ein ganz eigenes Netzwerk von Brandmeldern und eigenen Linien. Es gibt dann halt nur Verknüpfungspunkte, wie zum Beispiel in diesem besagten Hotel. Dort gibt es eine kleine Schnittstelle, wo halt die Brandmeldeanlage einfach nur sagen kann, es gibt einen Brandalarm und meldet das ans EEB. Und dort wird dann in allen Hotelzimmern das Licht eingeschaltet. Aber dieses ist kein Shared Medium. Das heißt, die kompletten Leitungen und Brandmeldekabel sind vollständig isoliert von solcher Installation. Ja? Wie kann ich mich denn über die technischen Einzelheiten von meinem Smart Meter zu Hause informieren? Gibt es eine Verpflichtung von den Stromversorgern, mir irgendwelche Informationen darüber zu geben? Ja, nein? Also zum Thema Smart Meter, das Thema, es gibt halt bei diesen Smart Metern eine Kundenschnittstelle, über die ich als Kunde mein Smart Meter auslesen kann. Dort gibt es einen Standard, den die Hersteller oder den die EVUs, sage ich mal, bieten müssen, dass ich zum Beispiel das, was ich vom Zähler ablesen kann, zum Beispiel meine verbrauchten Kilowattstunden, kann ich dort über eine optische Schnittstelle auslesen. Dieser Zähler bietet halt noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Daten. Diese kann er bereitstellen. Das muss aber nicht so sein. Die meisten Energieversorger sind nicht daran interessiert, dem Kunden ein tolles Messgerät in den Keller zu hängen, was sie teuer bezahlen müssen. Wenn der Kunde sowas selber haben will, kann er das entweder kaufen, dass da mehr Features freigeschaltet werden, oder man hängt sich ein eigenes Messgerät dorthin, wäre dann da der einfachere Fall. Aber es gibt keine Verpflichtung, alles, was das Smart Meter an Daten, sage ich mal, sammelt, dass man das als Kunde auslesen kann. Ja, bitte? Mal ganz kurz zu den Brandmeldeanlagen. Sind denn die Probleme die gleichen wie bei den Automationsanlagen? Bei Brandmeldeanlagen sind die Probleme nicht so, weil wir haben dort, da geht es um das Thema Fehlersicherheit oder ja, Funktionssicherheit und auch Funktionserhalt. Sie sehen das in Gebäuden, wenn da Brandmelder sind, das sind eigene rote Kabel, die letztendlich auch speziellen Brandschutzrichtlinien entsprechen. Das heißt, wenn es brennt, wird dieses Kabel halt 90 Minuten diesem Brand widerstehen, bevor es dann komplett durchschmort. Dort haben wir halt verschiedene Busse, die dort verwendet werden, verschiedene Protokolle, die VDS-zertifiziert sind, die erkennen, dass dort ein Fehler vorliegt, zum Beispiel ein Melder fehlt oder eine Linie wurde unterbrochen. Dort werden sogar Impedanzmessungen gemacht, das heißt, eine Linie ist fest aufgebaut, da sind, sage ich mal, 20 Rauchmelder angeschlossen. Diese Physik ändert sich ja nicht und dort wird die Impedanz der Leitung gemessen. Das heißt, sobald ein Abzweig an diese Leitung macht, ändert sich die Impedanz der Leitung und es wird ein Sabotagealarm ausgelöst. Das ist in diesen Bereichen halt häufig möglich, aber halt in der Gebäudeautomation halt könnte man es technisch auch realisieren, aber es ist halt, wird nicht gemacht. Aber gerade wenn es um richtig Themen geht, wie dass eine Brandmeldezentrale auch wirklich auslöst oder halt auch wirklich einen Brand erkennt, hat man halt solche Vorkehrungen.